Sie sind hier, 3. August 2018, 13.41 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Henning Mühlleitner steht im EM-Finale über 400 Meter Freistil. Urheberrecht Getty Images. Bei den Schwimm-Europameisterschaften im schottischen Glasgow legt das deutsche Team einen ordentlichen Start hin. Zwei Staffeln ziehen ins Finale ein. Das deutsche Schwimmteam hat einen erfreulichen Start in die Europameisterschaften im schottischen Glasgow hingelegt. In den Vorläufen am Freitag gab es für die Mannschaft des Deutschen Schwimmverbandes DSV gleich 5 Final- und 3 Halbfinaleinzüge sowie 2 persönliche Bestzeiten. Das war ein toller Auftakt, sagte Bundestrainer Henning Lemmerts. Ihre Medaillenambitionen unterstrich Sarah Köhler als Vierte über 800 Meter Freistil, 8:31,96. Ich habe schon auch auf die anderen geschaut, um Körner zu sparen, sagte die 24-Jährige mit Blick auf den Endlauf am Samstagabend. Die DSV-Staffeln über 4x100 im Freistil erreichten auf Platz 6, Frauen und 7, Männer, das Finale am Freitagabend, genauso wie die Freistil-Schwimmer Paul Zellmann, Essen, 3:47,14 und Henning Mühlleitner, Neckarsulm, 3:47,29 als Zweiter und Dritter über 400 Meter. Im Finale können alle nochmal schneller schwimmen, aber das können wir hoffentlich auch, sagte Zellmann, der seine eigene Bestzeit unterbot. Ebenfalls in persönlicher Bestzeit schwamm Christian Diener auf seiner Nebenstrecke 50 Meter Rücken, 24,89 als Fünfter ins Halbfinale. Besser kann man bei einer EM nicht starten, sagte der Potsdamer. Auch Alena Schmidtke, 100 Meter Schmetterling, 58,89 und Fabian Schwingenschlögel, 100 Meter Brust, 1:49 meisterten erfolgreich die Vorlaufhürde. Sportinformationsdienst.